Guck mal, ich rede zwei Wörter und ich gehe wieder raus. Ja. Rede. Ich rede. Ivo redet einmal, nicht zweimal. Rede. Ich rede einmal. Rede. Ich rede doch, ja, Salami. Hamza Khalidi. Wer bist du, Junge? Ivo, was hab ich mit dir? Wallah, du bist nix. Ivo. Du bist nix. Okay, Ivo. Werden wir sehen. Hayat Hamza. Wer bist du? Erzähl. Sag. Ich meinte damit nicht Nidal. Okay. Jeder versucht zu drehen, tamam? Und ja. Zweitens, ich habe gerade deine Mutter beleidigt. Ich entschuldige mich für deine Mutter, nicht für dich, du Kötter. Tamam? Okay. Und dich kriege ich noch. Tamam. Oh, wir sehen uns. Wir sehen uns. Was sehen wir uns? Wer bist du denn? Ebo. Ja. Ebo. Ja, ich kenne dich als Effendi. Ich weiß. Aber wenn ich diesen Mann, wenn diesen Junge sich sehe, ich. Das ist was anderes. Alle. Und Barello, ich habe dir schon mal gesagt, wenn du weißt, die beiden haben Ärger, mach sowas nicht. Ich meine das richtig ernst. Aber Babari, weil du drinnen warst, dachte ich, passiert nichts, ja, weil du bist eigentlich... Nein. Hör mal zu, wenn die Ärger haben, haben die Ärger. Und nochmal, ich will hier was klarstellen. Ibo, Rahmatullah Ali, Nidal, du meinst ihn nicht? Nein, ich meine nicht. Und du hast... Ich habe auch keinen Namen gesagt, keine Dings habe ich gesagt. Sagt Rahmatullah. Rahmatullah, ja, der gestorben ist, gestorben. Oha! Was hast du gesagt? Du bist ein Bitch! Oha! Was hast du gesagt? Was? Haram, nein, der meint das nicht so. Kürt, Ibo, der meint das nicht so. Oha, Ibo! Sei leise. Du bist ein richtiger Peach nicht? Oros Peach heute bist du. Oha! Du bist ein Bastard. Geh raus, mach nicht auf Mann, du Hund. Nimm dich auseinander, ja, Arsch. Wallah, du. Hamza, bitte, ja! Figur, willst du hier einen auf Mann machen? Lass ihn mal reden. Eins gegen eins. Oha, chill doch mal, Hamza. Er ist älter. Komm, was du willst. Barello. Ja. Was hat Harun gegen mich gesagt? Nicht gegen dich, gegen Kürtibo. Aber geht auch nicht. Keiner kann was gegen Kürtibo sagen. Wir fahren jetzt zu Harun, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Wir fahren zu Harun jetzt. Hamza, du bist dein Zeit. Hamza, dein Zeit. Ich schwöre, ihr könnt gleich im Live sehen. Wir fahren zu Harun. An dein Zeit wird auch gekommen. Harte dich bereit. Hey, Hamza, warte auf. Guck mal, ich bin nächste Woche in Berlin auf. Halte dich bereit. Wir werden euch alle besuchen kommen. Das ist unsere Aufgabe. Wir Sasa, das ist unsere Aufgabe, euch zu besuchen. Wir machen immer Khair mit euch. Auf eure Kopf. Kein Khair. Auch kein Khair mit Hamza. Mit gar kein Khair. Barello, komm alleine, aber. Komm alleine. Junge, ich komme alleine. Komm, hallo. Komm, was los, Junge? Komm. Oha, bitte streik jetzt nicht. Ich geh. Komm, Junge. Kurt Ibo, was hältst du von Kurt Ibo? Von wem? Von Kurt Ibo. Wer ist das? Der Farid macht Ansage an Kurt Ibo, okay? Ich kenn die nicht, sind die neu? Der ist neu hier auf TikTok, ich hab ihn Fame. Der ist irgendwie, der war mit Rito und so live. Ich hab ihn Fame gemacht. Wo ist der jetzt? Keine Ahnung, Wallah, er ist in Berlin, ja. Er ist hier in Berlin. Ist aber gut, so... Ja, ja. Verlierer macht Ansage an Kurt Ibo. Ah, yeah. Tamam? Wallah, wad. Ich schwöre, versprochen. Viele Leute haben das missverstanden. Den Mahmoud Nidal meinst, Allah Rahmo, wo du gesagt hast, nicht, dass sie so und so... Du meintest ihn nicht, oder? Nein, ich habe keinen Namen haben. Nein, ich meine ihn nicht, nein. Ja, Mann, ja, gewinn ihn nicht mehr. Lass mich. Wer sagst du mir? Du meinst ihn? Gut, wer bist du, dass du mit mir so redest, Kelb? Erwähne ihn nicht mehr, hab ich gesagt. Oder ich erwähne ihn, ich will, du Kelb. Wer bist du und wer ist er? Komm nach Berlin. Komm, ich Wallbach. Arba, schmeiß diese Hurensohn raus. Wallbach, ey, du bist ein Hurensohn. Ey, was passiert denn, Mann? Ich weiß nichts davon. Ja, Wallbach, ich hab einfach so reingehen. Halt deinen Mund. Okay. Wo ist er? Soll reinkommen, wo ist er? Auf Mutter, hol ihn mal rein, Wie hat der Hurensohn gesagt? Hol ihn mal rein. Hamza, salli an Nabi. Allahumma salli an Nabi, aber warum sagt er so ein Wort zu mir? Masbud, Maka, Dinner Ramadan. Khayyishwai. Wallah, was ist das für ein Wort? Immer ich, Alter. Wenn ein Mann ist, er soll vor mein Gesicht kommen und so reden, Wallah. Ana hatafil, lass er schwei, hatafil. Ruf ihn mal an, was ist das für ein Wort, was er benutzt? Sag Arafat, warte zu ihm. Wallah, Arafat, Ulu, er soll hier reinkommen.
قول له تايفو دي بوس ايدي. عمرو ist er live, ist er live? Ja, ja, der ist live, aber der nimmt nicht an. Hol ihn mal rein. Wallah, das geht nicht. Wallah, das geht nicht. Hamza, Ballam, lass mal ein, alle zusammen bitte ein Dorf machen. Wallah, Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillah, Rahman, Rahim, Rahim. Luft, Luft, ah, Luft. Okay, aber warum machst du? Warum machst du zweimal so? Marello, sag dem, wie schwierig das ist, wenn man im Feld ist, dann kann man nicht mehr so und so machen. Dann ist anders. Ich nehme seinen Kopf so und geh länger raus. Guck mal, eine Mermi kostet 99 Cent. Rede nicht groß. Wallah, eine Mermi ist 99 Cent. Komm nach Berlin, 1 gegen 1. Wallah, komm. Ein was kostet 99 Cent? Mermi. Was heißt das? Denkst du, ein Mermi kann Hamza runterbringen? Ein Mermi? Bring ein Hamza runter? 100%. Hamza frisst die Mermis. Du willst. Hamza, zeig mal einmal jetzt richtig, wie würdest du mit Kürt Ibu machen? Damit wir einer. Du willst mit Waffe kommen, ha? Meinst du, ich kümmere mich an dich? Was? Komm, mal. Junge, wenn der Wähler schlägt, zwei, drei Leute fertig. Warum kommst du nicht ein? Ole. Ja, Hamza, hier bist du, aber bist du da? Ich über hier, wo bist du? Hamza, hier bist du. In Berlin, bei Diamant Café, sagt er. Komm her, ich bin da, wo bist du? Dies und das. Was soll das heißen? Er fährt zufällig da vorbei, er zeigt ein Café und sagt, wo bist du, Hamza, wo bist du? Dann soll er doch kommen, ja, Salame. Hamza, ey, bitte, gleich, wenn du verlierst, machst du richtig Ansage, bitte. Dominik, danke. Weiter. Nein, ich mach gleich mein Auto sauber. Leute, alle Valentino, Tino und Santos folgen. Guckt jetzt. Hey! Hey, Hamza, weißt du, ja, wen ich krass finde? Wallah, kennst du Kurt Ibu? Oh mein Gott, was er mit Deutschland angestellt hat. Diese ganzen Dokus über ihn. Der krasseste aus Deutschland. Was ist deine Meinung zu ihm? Sei ehrlich, aber. Wallah, ich bin dir ehrlich. Meine Meinung gegenüber Kurt Ibu ist, dass ich keine Meinung vertrete gegenüber Schwächlinge. Verstehst du? Und ja, ich halte nichts von diesem Kurt Ibu. Ganz ich weiß nichts von ihm. Also, was würdest du mit ihm machen? Weil er hat Ansage gemacht. Ey, ich bin da und so. Ach, Wallah, ich bin dir ehrlich, wenn wir uns sehen, wenn wir uns treffen, dann werdet ihr schon sehen, also was passieren wird. Wallah, ja, naja. Was meintest du irgendwas vor 3 Jahren mit Flasche, dies und das so? Hab ich nicht verstanden, die Geschichte. Wie, mit Flasche? Ja, was war denn mit Geschichte mit Flasche, so über ihn, was hast du erzählt? Wallah, ich bin dir ehrlich, wie meinst du jetzt mit Flasche? Wallah, ich bin gerade, du bringst mich durcheinander, deine Aussagen bringen mich durcheinander, red mal richtig wie ein Mann, ihr Salami. Junge, meintest du irgendwas, du lässt jemanden auf Flasche sitzen, wen meintest du genau? Wie meinte ich? Hab ich doch schon 100.000 Mal gesagt hier auf TikTok, wen ich auf Flasche sitzen lasse. Ja, wen? Soll ich das hier nochmal sagen oder was? Soll ja, sag nochmal, ich will wissen, soll ich mich zerreißen oder was? Ich will wissen, wem? Sag einen Namen, wen lässt du auf Flasche sitzen? Soll ich das ja nicht? Denkst du ja nicht, ich hab Angst, das nochmal zu sagen? Ja, sag doch dann! Wem? Ja, dann denkst du, ich hab Angst, das nochmal zu sagen? Ja, sag doch, Junge, wem? Guck mal, siehst du diese Flasche? Ja. Dreimal darfst du raten, wen ich auf diese Flasche sitzen lasse. Meinst du vielleicht Kurt Ibu? Ja. Er ist in Berlin. Er ist in Berlin, Abi. Abi, der ist in Berlin. Ja, und jetzt? Abi, der ist in deiner Stadt gerade. Lack ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Er ist in meiner Stadt. Ja, und jetzt?
Leute, könnt ihr bitte in seinen Chat schreiben, wie krass der ist, wie krass Kurt Ivo ist? Kennst du ihn überhaupt? Na, keiner ist krass. Hör auf, so eine Scheiße zu reden. Keiner ist krass? Er ist nicht krass. Warte, ich ruf ihn kurz an. Voila, weil was du gerade sagst und machst, gefällt mir gar nicht. Ja, Chat aus. Wo machst du Chat aus? Wer hat Chat aus? Du, mach Chat an. Mami, Allah, ich mach an. Ich hab angemacht. Ja. Hallo? Ja. Papa Ari, kannst du mir kurz Kutibo geben, weil ich bin gerade im Livestream, ich muss. Mann, oh Mann, die nächste Ansage geht an. Kurt Ivo. Kurt. 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 Sag einfach Ivo. Kannst du mir kurz Ivo geben, Papa Ari? Also, es ist wichtig hier, ich muss ihm was erzählen. Warum rufst du aber Arafat? Nein, ich will nur erzählen, was einer gesagt hat. Ibo Abi, ich schau auf alles, siehst du diese Person hier? Hat wieder schlecht über dich geredet. Dieser Hamza Jim. Ich hab noch schon Alkohol. Ach, du hast eigentlich schon gemacht? Ja. Aber Aibia, er sagt irgendwas, Flaschen auf. Wallah, Aibia. Aib ist das, grüß dich, wo seit 4 Tage hier, der kommt nicht vorbei. Oh, King Papari. 23 Uhr? Okay. Ciao, Papari. Der Hans hat gesagt, er lässt Ivo Flaschen sitzen. Was sagst du dazu? Ich hab gehört gestern. Was sagst du dazu? Wir lassen Hans auf Flasche sitzen. Hör mal. Guck mal, siehst du? Hans, er nutzt das. Ole, wir sind Schiff und Hau. Ich wusste, du bist ein Eide, aber so ein großer Eide. Ja. Die Frage an mich. Warte, fahr mal eine Frage an mich. Stell mal nochmal eine Frage an mich. Deine Fragen sind teuer, Wolf. Weißt du, was ich gut finde? Wenn ich Ibo frage, Ibo versucht einfach gut zu machen. Aber bei Hamza muss einfach ehrlich sein. Der ist dreckig. Wolle, der ist dreckig. Okay. Der Junge ist einfach mit dreckig gewohnt. Hamza. Bleib artig und dreckig. Ich sehe deine Rose, Leute. Hamza, denkst du, er würde seine Ehre verkaufen für ein bisschen Geld auf TikTok? Sehr ehrlich. Nein. Der Ivo. Kurt Ivo niemals, Wanda. Warum? Wanda, das ist die Wahrheit. Wanda, er würde sowas nicht machen. Er würde sterben, Wanda, für seine Ehre. Ich kann auf einen Moment zumachen, was ich scheiße auf TikTok. Wanda, er würde sterben für seine Ehre, Wanda. Ivo! Darf ich dich was fragen? Ja, warum gehst du live auf TikTok? Er will Geld machen, dieser Mann. Ihr werdet sehen, ich bin schon der Größte, warte ab, ich werde euch alle überholen. Danke. Das ist mein Beweis. Tschüss. Besser als mich alle. Aber warum sagt er will Geld machen? Haben sie gesagt, er will Geld machen, dieser Mann? Ich bin besser als euch alle. Guck mal, ihr könnt den ganzen Tag betteln. Aber Kurt Ivo wird Nummer 1 sein in TikTok. Ihr werdet selber mit euren Augen sehen. Cobra, danke, mein Bruder. Aber Ivo, warum will ein Mann wie du, der Gangster ist, der Pate ist auf Straße, warum will er 1 auf TikTok sein? Weil ich hab gesehen, zu viel Eidi sind drin. Ich hab gesagt, ich nehme mal diese Eidis auseinander. Danke, Leute, danke weiter. Okay, voila, Ivo, sei ehrlich. Ivo, sei ehrlich. Und Marie, danke schön. Ivo, denkst du, Hamza hat was drauf, ist stark? Denkst du, Hamza ist stark? Ja, jeder hat einen. Jetzt sagt nein, Wallah. Er wird nein sagen. Ich bin ehrlich. Ivo ist immer, er geht mit Welle mit. Wenn Welle so macht, er macht auch so. Ich schwöre. Wallah. Ivo geht immer mit der Welle mit, Wallah. Ey, da wo er Wind kommt, er dreht sich Rücken und so. Wallah, du bist. Wallah. Wenn die Welle so ist, er macht auch so. Wenn die Welle so ist, er geht auch so. Wallah, ja. Aber Hamza, bei dir. Direkt, immer direkt.
Wallah, bitte, Wallah. Du bist immer direkt. Es könnte Welle so sein, du bist trotzdem direkt. Wallah. Wallah, ich bin immer so. Ich bin immer so. Hamza, ja, Wallah. Ja, Hamza. Hamza, du bist immer so. Du bist Hamza, immer so. Immer realistisch denken. Realistisch und gerade. Momo gegen Ibo im Ring. Was würde passieren? Wallah. Momo News. Momo News würde gewinnen. Bis dein Herz, Hamza, bis dein Herz. Wallah, Wallah, Momonus. Hamza, was Wallah, denkst du da, wenn geredet. Du Wallah, du und Momonus beide zusammenkommen. Wallah, Momonus wird ihn tauschen. Was ist das, Jan? Warte ab. Barello, mach rein. Leg auf diese Huren so. Leg auf. Ich hab aufgelegt. Ich werde ihn persönlich packen. Alles gut. Alles gut. Egal, es ist hier Hurnack, es ist mehr. Lau, rein. Ibo, sag mal dein Zitat, was du immer sagst, bitte. Lieber. Lieber meine Mutter weinen, so soll ihre Mutter weinen. Das heißt, bevor meine Mutter weinen. Abi, die Leute lieben mich, meine Art, wie ich rede. Ich bin zufrieden mit meiner. Wenn du ficken willst, fick nicht mit anderen Leuten seinen Schwanz. Fick mit deinem eigenen Schwanz, du Kerl. Hm. Warum ist deine Stimme weg eigentlich? Ich will nur eins sagen. Barano, ich sehe deine. Bei uns gibt ein Sprichwort. Wenn jemand sterben will, er geht vor Kirche pissen oder geht vor Moschee pissen. Und bei dir ist gerade diese Sache. Du willst sterben, aber vor Kirche oder vor Moschee? Such dir aus. Hör auf damit. Was laberst du, ja, Maniac? Ich verstehe kein Wort. Du Hund, ich meine das ehrlich. Du versuchst gerade zu sterben. Ich will gerne wissen, warum tust du das an? Sag mal ein Zitat für Kürt, Ivo, bitte, Bra. Lieber deine Mutter. Ist nicht jeder, mit wem du esst, dein Freund. Und nicht jeder, mit wem du kämpfst, dein Feind. Ey, Wallah. Wallah, Bra. Wisst ihr, ich will dir nur eins sagen. Sei niemals gibt, wenn jemand deine Hand gibt. Und wenn dieser Mann weg ist, sitze ich niemals im nächsten Mal mit so einem Menschen nicht, der so und so wie Schlange. Das sind nicht deine Freunde. Die nutzen, die werden irgendwann dich auch machen, mit dir auch machen. Deswegen, alt Bruder-Tipp, meine Meinung. Wenn man jemandem Hand gibt und nach Hause geht und was anderes erzählt, das ist sehr schlimm. Ich will nur eins sagen. Warte, ich spring vor. Was bedeutet das? Warum ist deine Stimme weg eigentlich? Ich will nur eins sagen. Barano, ich sehe deine. Bei uns gibt ein Sprichwort. Wenn jemand sterben will, er geht vor Kirche pissen oder geht vor Moschee pissen. Und bei dir ist gerade diese Sache. Du willst sterben, aber vor Kirche oder vor Moschee. Such dir aus. Hör auf damit. Was bedeutet das für Komödie, weil du kennst dich besser aus? Hier deine Ruhe. Bruder, ich bin 23 Jahre auf dieser Welt, ich habe das noch nie gehört. Diese Wort, guck mal, ich erkläre euch das. Das kommt auf Deutsch nicht gut hin. Man sagt, Bidinsan, Umut, erklär doch mal. Bidinsan, Ecelne, Usamışsa, ölmek istiyorsa, yani bizim için heilig iki yer var, öyle mi? Cami ile kilisedir. Estağfurullah. Bak, şey laf Türkiş kaldı. Diyor ki, yani o insan gider caminin köşesine her şey yapar ki ölmek için. Ben onu demek istiyorum. Er meint, also wenn jemand sterben will, geht er halt entweder, also bei uns gibt es zwei heilige Orte, Kirche und Moschee. Entweder du gehst zu da oder zur Moschee oder zur Kirche und wenn du an die Wand pinkelst von da. Das ist ein türkisches Strafe. Das ist eine große Strafe halt, was du machst. Ja. So erklärt er das halt. Aber gibt es so ein Sprichwort oder labert er nur? Auf Türkisch gibt es so irgendwas labert. Du Hund, was redest du? Ja, ich rede gerade eine türkische Runde. Also, wann gibt es solche Sprichwörter? Ich hab's noch nicht gehört, keine Ahnung, aber es kann geben, weiß nicht. Ole, ihr könnt meine Kinder sein, ja, aber was redest du, Roland? Eine Löwe kann man nicht wie eine Schaf, eine Kamel, sag mal bitte. Das andere Wort, ja. Ein Kuh schlachten. Ein Löwe kann man niemals erniedrigen. Ein Löwe bleibt ein Löwe. Er wird niemals seine Lacken untermachen. Danke. Ja, ihr könnt mich niemals erniedrigen und lieber, ihr bringt mich um, aber niemals könnt ihr mich erniedrigen. Du hast richtig krasse Zitate drauf, Ibo. Von wo holst du die raus? Die sind gut. Ich küsse dein Herz. Du musst Poet werden. Aber das auf Deutsch zu rüberzubringen ist schwer. Das ist ja, aber du hast das gut erklärt. Danke, Bruder. Ja, der Satz geht erst so.
Denkt nicht, ihr könnt mich niemals erniedrigen. Ihr könnt mich niemals. Was war auf Türkisch? Boah. Also, diese Wörter sind schwer, ja? Nein, ich das rüber, weil ich keine deutsche Schule gemacht habe. Sehr gut. Deswegen. Aber auf Türkisch kann ich dir das nicht sagen. Löwen! Egal, sag einmal auf Türkisch, sagen die Leute. Dann verstehen die. Aleyküm selam. Ses veriyorum. Bir aslanı hiçbir zaman aşağılayamazsınız. Bir aslanı küçük düşüremezsiniz ama bir köpeği her zaman aşağılayabilirsiniz. Her zaman ezilebilirsiniz ama aslan hiçbir zaman boynunu ezmeyemez. Aslan aslandır. Löwen! Krass. Ich will dir eine Sache aber für dich extra, wenn du hier hinkommst. Na ja, wie war das Spruch? Das auf Türkisch, ja? Schwer auf Deutsch. Heidi, lach nicht. Nein. Man sagt jemanden, man kann niemanden erniedrigen, klein machen. Und eine Löwe ist kein Opfer, dass man ihn schlachtet. Ist keine Kamel, ist keine Schaf, ist keine Kuh. Eine Löwe ist ein Löwe. Labert der Mönche. Was labert der Herr wieder? Eine Löwe kann man niemals schlachten. Kann man einen Löwe schlachten, du Heidi? Niemand. Nein, aber was bedeutet niemand kann jemanden erniedrigen? Der Löwe. Das macht keinen Sinn alles zusammen. Bitte, das Ivo, überleg doch, was du sagst. Ivan, ich will dir was erklären. Ivan, eine Mann, der wie Löwe ist, kannst du ihn klein machen? Ah, kannst du ihn Kult Ivo klein machen? Kannst du mich erniedrigen? Du kannst hier das Tier klein machen, aber einen Löwen nicht. Kannst du nicht. Richtig. Ein Löwe bleibt ein Löwe. Ach so meint er. Warte mal. Lala, du bist ein Ede. Ey, ich guck mal dieses Helm, ob der da ist. Alena, du musst Barello sehen. Jetzt hast du gesehen, jetzt geh mal bitte raus. Geht nicht. Lieber, meine Mutter weint, eure Mutter soll weinen. Ja, okay, könnt ihr rausgehen? Ketibo ist für alle da. Ich weiß, aber ich küsse sein Herz. Ketibo, ich küsse sein Herz. Ich bin weder auf deine Familie gegangen, weder auf irgendwas. Mama, alles gut. Ich werde jetzt in live sagen, euch beiden. Ich werde kommen, deine Mutter und deine Mutter ficken. Diese kleine Gaston, ich packe. Der ist in Holland, in Den Haag. Guck mal, was ich mit dem mache. Ich habe 3000 Leute da in Den Haag. Ich werde dich persönlich packen. Ach so, neues Zitat, ja. Guck mal, wenn ihr ein Mann sein wollt, ihr müsst euer Leben zwei Sachen machen. Sehr wichtig. Bundeswehr gehen, ohne Familie, ohne Freunde, das tut's. Also eure Männlichkeit zeigen oder Gefängnis gehen, eure Männlichkeit zu zeigen. Dann seid ihr ein Mann. Sonst seid ihr halber Mann. Bruder, ein Mann geht nicht in Gefängnis rein. Ein Mann bleibt draußen, lässt sich von niemand einsperren. Das ist ein Mann. Ich will euch noch eins sagen. Eine Tat. Egal was ihr macht, ihr Straßenkinder, Straßenkarnation, Katzen oder Ratten. Wallah, an uns kommt ihr niemals an. Was wir machen, was wir schaffen, was wir sind, kommt ihr niemals an uns an. Ja, ihr könnt ganz Tag bellen, ihr könnt uns niemals klein machen. Ihr macht euch damit klein. Das ist mein Wort. Bei uns gibt es Schwimmen. Unsere Familie sagt immer das. Wenn ihr in eine Sache reingeht, lieber eure Mutter soll weinen, soll gegenüber die Leute Mutter weinen. Bei uns ist wichtig. Was labert deine Familie da? Du Kelp, du weißt noch nicht mal, was Familie ist. Erklär mir mal, was ist deine Familie? Erklär mir deine Familie. Ibo Abi, ich meine wegen diesem Satz. Das hat keine Bedeutung. Hat eine Bedeutung. Wenn du mal richtig verstehst. Nochmal. Wallah, bester Mann, ich schwöre. Was dieser Typ erreicht hat. Bei Allah, Leute, ihr seht den, der denkt nur einfach, irgendein Ibo. Wallah, wenn er was sagt, sein Wort hat Gewicht. Wenn er alles, was er erlebt hat, ne? Derzin. Was er erlebt hat, Wallah. Ich küsse deine Derzin, sind ihre Männer, sind unsere Brüder alle.
Stabile Staaten sind, wie jeder weiß, wo die sind. Das sind sehr stabile Staaten. Ja, geht Frieden, geht euer Weg, Kürt übergeht ihrer Weg. Mehr erwarte ich nicht von euch. Salam alaikum.